Und schon wieder ist eine Woche vorbei. Es ist Weekend Flashback Time. Diesmal nicht hoch zu Ross, aber das Ross ist natürlich trotzdem mit dabei. Und ich gebe euch jetzt mal hier eine kleine Zusammenfassung vom Wochenende. Am Donnerstag waren wir beim Geräteturn beim TuS Neukölln 1865. Wie süß die Kleinen ihre Schwungelemente am Reck präsentieren und über den Schwebebalken balancieren, das seht ihr bei uns. Am Freitag waren wir beim Friedenshort Familiensportfest. Im Mittelpunkt des Ganzen stand die neu eröffnete Fechtsporthalle in der Bruno-Baum-Straße 72. Ja. Schwerwaffen üben, Stempel holen und eventuell mit einem Quiz. So, Micha als Tresi. Am Samstag und am Sonntag war ich mal wieder auf der Trabrennbahn Mariendorf zum diesjährigen Breeders' Crown Meeting, das nach dem Derby wichtigste Zuchtrennen Deutschlands. 8 Krönchen wurden in 4 Jahrgängen vergeben und einige Überraschungen waren darunter. Am Sonntag fand außerdem der 2. Junior Laver Cup in Lichterfelde statt. Team Europa gegen Team Welt. Wir waren dabei. Und last but not least waren wir am Sonntag beim Landesentscheid Schwimmen. 10 Vereine traten in 5 Altersklassen in jeweils 5 Disziplinen gegeneinander an. Nächstes Wochenende sind wir bei 3 sportlichen Events am Start. Am Freitag veranstaltet der TSV Wittenau einen Flashmob. Wie das am Ende aussieht, seht ihr auf Hauptstadtsport TV. Am Samstag und am Sonntag sind wir beim internationalen Swim Cup, ein Einzelwettkampf, bei dem Sportler aus 7 Ländern gegeneinander antreten. Und am Sonntag steht Handball beim VfL Potsdam auf dem Programm. Die Potsdamer haben die beiden letzten Auswärtsspiele leider verloren. Diesmal geht's aber zu Hause gegen die Stiere aus Schwerin. Und da hat man aus der letzten Saison noch eine Rechnung offen. Das war's mit dem Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann.